Und weiter geht es mit Assassin's Creed Unity, mit unserer Meister-Assassinen-Montur, die wir in der letzten Folge uns geholt haben, nach dem Nostradamus-Rätsel. Ja, jetzt habe ich den Satz verdonnert, nachdem ich die Nostradamus-Rätsel abgeschlossen habe. Und jetzt wollen wir mal Jetzt dem geht's um Ratbericht Bürger. abstatten. Die Nachbesprechung beim Rat spielen. Ah, mein Freund. Ach. Warum unten lang? Warum? Was kommt denn jetzt? Wer sieht echt aus wie alter Was in ihr? Gottes Namen ist heute bitte am Place de la Revolution geschehen? Germain war dort und ich kenne nun seinen Plan. Ihr müsst... Solltet ihr diese Ermittlungen nicht anderen überlassen? Ja, aber hört doch! Ja, aber hört doch! So wenig achtet ihr die Bruderschaft? Ich hab's gewusst. Ich sagte Mirabeau, dass ihr zu tief in eure persönlichen Fäden verstrickt seid. Darum trat ich doch der Bruderschaft bei! Ja, nicht weil ihr unsere Ideale teilt oder euch berufen fühltet. Aus Rache. Wiedergutmachung! Nehmt es, wie ihr wollt. Ihr habt euch den Befehlen des Rats wiederholt widersetzt. Ziele ohne Billigung verfolgt und mit jedem Schritt unser Credo missachtet. Meisterin Trenet? Angesichts dieser Fakten bleibt mir leider keine andere Wahl, als über euren Ausschluss abstimmen zu lassen. Meister Bellier? Dafür. Was wollt ihr? Meister Kemal? Dafür. Arnaud Dorian. Der Rat hat entschieden. Euer Rang und Titel werden euch genommen. Und ich verstoße euch hiermit aus der Bruderschaft von Paris. Das kann nicht euer Ernst sein. Hört mich an, ich weiß, was Germain am Schilde führt. Ich kann ihn aufhalten. Die Entscheidung dieses Rats ist endgültig. Wir erlauben euch zu gehen. Er sieht wirklich aus wie alter ihr mit den Sachen. Es wirkt auch wie alter ihr, das Gesicht. Alter. Zumindest kommt mir vor wie alter ihr, obwohl es Thomas de Collignon. Oh. Keine Ahnung, was noch was. Liebe und Pflicht. Toll, jetzt sind wir ausgeschieden, weil wir nur nicht auf die Befehle gehört haben, sondern weiterverfolgt haben. Danke, liebe Ratsmitglieder. Ich hasse euch. Was kommt denn jetzt wohl? Was unser Arno wohl anstellt, wenn jetzt ausgestoßen ist von Assassinen. Ob er ihn jetzt selbstständig verfolgt oder ob er es lässt. Wir werden es erfahren. In der nächsten Folge, nein, nach 3 Minuten mache ich doch keinen Cut. Warten, bis die Ladezeit rumgeht. Du da. Mittlerweile schneide ich nicht. Ah, eine neue Sequenz lädt. Gut. Man kann nicht am Badebalken. Aua, mir tut der Mund weh. Versailles, 4. Juni 1793. Hat schon geplündert und er wohnt da jetzt. Verdammt. Gut, dann sauf halt. Dein Kummer. Nein, nein, nein. Nicht die Uhr schon wieder. Aber sie ist mal wieder verschwunden oder gestohlen. Wo ist sie? Brasserie Garçon. War das letzte Nacht? Oh. Da hat der Herr wohl einen Filmriss. Versailles, 12 Stunden zuvor. Dass du hier rauskommst.
Aber ich... Raus! Du hast genug Ärger gemacht für eine Nacht. Schön. Dann besorge ich mir meinen Wein eben anders. Oh nein. Sperrgebiet. Okay, das ist jetzt... etwas Wein stehlen. Oh! Geht Deckung. Moment mal. So. Das war nur ein Schnellkörper. So. Er hat sich eilig verzogen. So, kann man das natürlich auch machen. Einfach mal alle anlocken. Für die volle Synchronisation. Halt, Bürger! Oh. Da steht ja einer. Also seine Waffen haben sie ihm nicht abgenommen, die Assassinen-typischen. Wäre eigentlich schlauer gewesen, so kann er einfach Morde begehen und könnte es den Assassinen rein theoretisch anhängen. Wie komme ich da jetzt rein? Ist da irgendwo ein Fenster offen? Ja, da ist ein Fenster offen auf dem Balkon. Halli hopp. Machen wir mal so. Oh. Der hat jetzt einfach wirklich fast Wein geklaut. Gut. Das war's? Das war ja leicht. Bezirke St. Louis. Du warst doch eben... Es war letzte Nacht. Vielleicht liegt sie noch dort. Zu Brasserie gehen. Was verflucht der Latouche? Latouche? Ach so, das ist das alte Anwesen von Monsieur de la Sea. Verdammt, ganz schön dunkel gehalten. Hey, Mann! Ich glaube, unser nächstes Attentatsziel wird Latouche sein. Wenn alle hier rufen, Latouche, verdammt, und er lebt ja noch als einziger. Wir haben ja schon gerne mal seinen Chef erledigt, einmal. Sieht aus, als hätte es hier einen Kampf gegeben. Oh, normale Farben. Oh Gott, nicht ihr schon wieder. Habt ihr nicht schon genug angerichtet? Nein, ich... Die Uhr meines Vaters. Habt ihr sie gesehen? Hab ich nicht. Fragt doch die vier Männer, mit denen ihr euch angelegt habt. Idiot. Pass auf! Tu das besser nicht, Junge. Leck mich, alter Mann. Darf ich jetzt gegen die kämpfen? Ja! Und ohne Anzeige, sehr nett. Alter. Nee, ich kann nur mein Schwert. Gut. Nummer 1. Und auf Wiedersehen. Waren das alle? Oh, da ist noch einer. Das sind sogar zwei. Alter, das sind viel zu viele. Vor allem, ich glaube, das sind Level 5 bei die anderen. Alter. Wieso habe ich mir gedacht, dass das gerade nur... Okay, ich sehe nichts. Aua. Ugh.
Ey, der hat die Uhr geklaut. Ist das nicht der Typ? Du. Wo ist dein Meister? Ach, scheiße. Nein, komm zurück. Ach. Ah, da. So, komm her. Ich will doch nur mit dir reden. Aufgabe ab. Oh, verdammt, zu früh. Das war zu früh. Oh, ich muss gleich niesen. Nein, du. Darf ich jetzt? Nein, immer noch nicht. Oh, Entschuldigung. Danke. Bleib hier. Ich will nur mit dir reden. Erstmal Ladebildschirm. Wo? Am Palast! Sie sind am Palast! Danke. Gut, dass ich hiervor das alles gemacht habe mit den, wie heißt Nostradamus? Egal, die Rätsel auf jeden Fall vorher gemacht habe, weil wir ja jetzt mit einer Mission schon sind. Alles richtig gemacht. Und ich habe sie gezeigt. Ich schätze mal, das macht Zahazza bestimmt nicht. Weil das ein bisschen zu viel wäre für ihn. Oh. Keiner da? Oder jetzt einfach reingegangen? Große Beute. Okay, wenn das Adler einsetzt, bekommt er Kopfschmerzen. So. Ah, vergiftete Gegner. Ich habe keine Gift. Ich kann allerhöchstens Berserker einsetzen. Pack alles ein, Jungs. Besser als den Bauern hier Kupfer zu stehlen, was? Du musst wach werden. Los, werd wach. Hey, du, bleib mal. So, mal schauen, was passiert. Okay. Dann ist gleich tot. Toll, ich hab Level 1 vergiftet. Ich bin schlau. Oder mit Berserkerpfeil angegriffen. Böse. Hey. Ich wollte eigentlich Phantomklingen die ganze Zeit benutzen, aber auch egal. Das wirst du bereuen. Wir halten bei euch zurück. Was zum Teufel soll das alles? Alle Verräter werden liquidiert, einer nach dem anderen. Ich will dich ausbluten! Stirb! Nein. Wir töten einfach alles, was uns im Weg kommt. Warum will ich Kinder lachen? Das ist bestimmt unten. Seht euch das an. Selbst die Nachttöpfe sind aus Gold. Na also. Böse. Ganz schön Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schön. Ach, hier, Erinnerungen kommen gerade hoch. Hier war das mit dem Apfel, wo sein Vater gestorben ist.
Okay, ich darf nicht hier runter, gut. Ich erinnere mich auch noch an ein anderes Spiel, an diese Statue. Wo ich mit dem folgenden Titel sehr spoilere. Okay, so komme ich wieder hoch. Ah, ich muss da durch. Den Anführer der Bande finden. Ja, wo ist die Frage? Da hinten ist er. Ach so. Etwas stimmt hier nicht. Kannst du nicht schneller, du Schwindsüchtiger? Oh Gott. Hoffentlich hast du ein Pferd in der Nähe. Den muss ich betäuben, sonst habe ich ein Problem. Der war Level 5. Wie komme ich jetzt hier raus? Ach, hier ist eine Tür. Gut. Ich nehme das Tafelsilber! War das eine gute Idee, oder was? So. Wiedersehen. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Och, wir müssen wirklich einmal komplett durch den Palast, ey. Ich töte einfach alles und jeden auf dem Weg hierher. Teufel, ist das ein Nerz? Sieht so aus. Nein. So. Keiner hier? Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Und Anu? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Na. Ich werde auf jeden Fall nicht sagen, wer Vater hier in dem Let's Play ist. Wer der Mörder von dem Arnos Vater ist, dafür empfehle ich euch, Assassin's Creed Rogue zu gucken. Beziehungsweise nur die letzten Folgentitel euch anzugucken, dann wisst ihr, wer der Mörder ist. Habe ich zufälligerweise noch? Nein, habe ich natürlich nicht. Der ist. Nee, da hinten, der ist das. Habe ich noch einen? Da hat jemand Kopfschmerzen. Man hört es ihm an. Den nochmal hier vorne vorbei. Ja, dann stelle ich mich auf ihn drauf direkt. Ich glaube, er kommt nochmal hier vorne lang. Och, du hast jetzt auf den komplett falschen geschossen, du Blöder. Verdammt noch mal. Meine Uhr. So. Ich mach dich nieder. Zu langsam. Bleib doch stehen und stirb wie der Schwachkopf. Okay, wir müssen jetzt zur Ruhe uns noch stehen. Hey, den Weg abschneiden. Verpisst euch. Verstanden? Haha. Die verfluchten Gemäßigten taugt nur als Opfer. Versuchst du wegzulaufen? Nein, tue ich nicht. Jetzt deinen Arsch in Bewegung! So! Jetzt sind sie betäubt. Schlag dich tot! Greift ihn von hinten an! So haben wir unsere Ruhe. Im Besten. So. Wer ist das hier? Wer bist du? Hä? Okay, holen uns erstmal unsere Uhr wieder.
Arno. Siehst nicht gut aus. Und du siehst aus, als wolltest du etwas von mir. Wie kannst du so reden, nachdem du einfach verschwunden bist? Du hast recht deutlich gemacht, dass du meine Dienste nicht länger benötigst. Lass das. Wage es nicht, so mit mir zu reden. Was soll ich denn bitte sagen, Elise? Verzeih mir, dass ich dich nicht sterben ließ? Entschuldige, dass dein Leben mir wichtiger ist als der Tod von Germain? Ich dachte, wir wollten beide dasselbe. Was ich wollte, warst du. Ich ertrage es nicht, dass mein Leichtsinn deinen Vater tötete. Alles, was ich seitdem tat, geschah, um es wieder gut zu machen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert. Du bist doch hergekommen, weil du etwas willst. Was ist es? Paris steht vor einer Zerreißprobe. Germain hat die Revolution auf eine neue Stufe der Verderbnis geführt. Die Guillotinen arbeiten jetzt fast rund um die Uhr. Und was soll ich tun, um das zu ändern? Der Arnaud, den ich liebe, würde diese Frage nicht stellen. Du bist doch besser als das. Ich gehe zurück nach Paris. Kommst du mit? Eins muss ich noch erledigen. Nun gut. Ich kümmere mich um den Transport. Sei vorsichtig. Komm heil wieder. Ui. Ich lehne mich immer bei den Zwischensequenzen neben das Mikrofon und guck mir das mal an. Interessant, sie hatte die Uhr. Ja, sie ist anscheinend die Einzige, die zu Arno noch durchdringen kann aktuell. Aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge Assassin's Creed Unity. Wir haben ein wenig... Wir sind von den Assassinen ausgestoßen worden. Arno hat ein bisschen sich geprügelt, hat ein paar Filmrisse, schwelgt in Erinnerungen. Aber Elise könnte ihn zum Glück überzeugen, wieder zurück nach Paris zu kommen und weiter für das Gute zu kämpfen. Und mal schauen, was uns in der nächsten Folge erwartet. Bis morgen. Ciao.